Hi Astro-Rebell, herzlich willkommen zu deinem Kanal der Astrologie auf YouTube. Bevor ich mit dem Thema dieses Videos beginne, möchte ich herzlich alle Mütter zu ihrem Ehrentag gratulieren. Alles Gute! In diesem Video geht es um das Thema vierte astrologische Haus. Das vierte Haus wird den Sternzeichen Krebs und den Mond zugeschrieben. Das heißt, der Mond ist der Herrscher dieses Hauses, beziehungsweise der Mond ist auch der Herrscher vom Krebs. Und Krebs ist das vierte Zeichen. Das vierte Haus zeigt uns, wie man sich in seinem privaten Sphäre verhält, in seinem Privatleben. Dieses Haus betrifft alle unsere subjektiven Erfahrungen, unsere innere Wirklichkeit, die nicht mit den bloßen Augen zu sehen ist. Wir können unsere Gefühle, unsere innere Psychologie durch Wörtern äußern und da können wir manchmal Schwierigkeiten haben, indem wir unsere Emotionen, unsere Gefühle, egal aus welchem Grund, verdrängen. Im vierten Haus erreichen wir eine innere Einheit. Alles, was wir aufnehmen, ja, von der Außenwelt, Emotionen, Eindrücke, Empfindungen, das alles findet eine Einheit in diesem Haus. Es ist die Verwurzelung zu unserem Inneren. Und zur gleichen Zeit hat dieses Haus mit unserem Ursprung zu tun, mit unserer Heimat. Familie, Mutter, Vater. Der Einfluss der Familie, des Landes und der Kultur, von denen man geprägt ist, die Konditionierungen, die man schon in der Kindheit von den Eltern übernommen hat, das alles kann man in diesem Haus in Betracht ziehen. Wie hat man das Familienleben in der Kindheit erlebt? War dieses Leben schwer oder einfach? Das kann man sehen, indem man der Herrscher des Hauses in Betracht zieht. Und das hängt von dem Aszendenten ab. Man könnte auch das Sternzeichen als Leitfaden nehmen und sagen, okay, bei Waage-Aszendent ist das vierte Zeichen, ja, Steinbock. Wir haben Waage, das ist das erste Haus. Dann haben wir Skorpion, das zweite Haus. Das dritte Haus wird Schütze sein. Und das vierte Haus, beziehungsweise das vierte Zeichen von Waage, ist Steinbock. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Waage und Waage-Aszendenten haben eine ähnliche Veranlagung bezüglich das Thema Familie und Familienleben, vor allem in der Kindheit. Steinbock wird von Saturn beherrscht, das heißt, die Beziehungen zur Familie waren entweder etwas kühl, man war aus egal welchem Grund ein bisschen distanziert von der Mutter oder vom Elternhaus, das wäre eine Möglichkeit. Oder man hat Schwierigkeiten, seine inneren Empfindungen und Gefühlen den richtigen Ausdruck zu verleihen. Natürlich muss man hier die individuelle Konstellation sehen, aber Waage im allgemeinen Sinne hat diese Veranlagung. Wenn wir zum Beispiel von Widder sprechen oder Widder-Aszendent,
dann ist hier Krebs an der Spitze des Hauses, das heißt, man bleibt immer verbunden mit seinen Wurzeln, mit seinem Ursprung, mit der Familie, mit dem Eltern. Wenn man Skorpion-Aszendent ist oder Skorpion-Sternzeichen hat, dann könnte man unklaren Verhältnissen in der Familie haben. Oder der Vater ist ein Alkoholiker oder die Mutter ist sehr religiös. Das können Möglichkeiten sein bei diesem Zeichen, denn Fische steht an der Spitze des vierten Hauses bei Skorpion. Und so weiter und so fort. Also jedes Zeichen hat eine andere Grundveranlagung und das können wir auch in diesem Haus unter die Lupe ziehen. Das vierte Haus ist auch der Ort der Rückbesinnung. Das heißt, unsere vier Wände, die uns vor der bösen Welt da draußen trennen und gleichzeitig schützen. Das vierte Haus ist dementsprechend auch das innere Zentrum der Ruhe. In diesem Haus können wir uns beruhigen, wir können uns so entfalten, wie wir eigentlich sind. Vielleicht können wir in der Öffentlichkeit ein Gesicht zeigen, den wir nicht in unserem privaten Sphäre gerne zeigen. Das passiert oft, denn das gegenüberstehende Haus, das zehnte Haus, das ist die Öffentlichkeit, während das vierte Haus ist unser Privatleben. Und wenn man wissen will, wie ein Mensch sich in seinem Privatleben verhält, dann muss man dieses Haus in Betracht ziehen. Dieses Haus betrifft auch die Bedingungen des Lebens während des zweiten Lebenshälfte. Warum? Weil erst wenn man älter wird, kann man seine verborgene Motivation in späteren Jahren ja zur Erscheinung bringen. Das passiert auch sehr oft, dass man ein Talent hat, den man nicht zum Ausdruck gebracht hat. Und erst wenn man alt ist oder älter wird, dann wird man das machen, was man in jungen Jahren vielleicht nicht machen konnte. Das ist auch das Thema vierte Haus. Das vierte Haus ist auch unsere Heimat. Das, was man kennt und die Dinge, mit denen man anvertraut ist. Und wie ich gesagt habe, der Einfluss der Familie, der Kultur, des Landes auf den einen. Das vierte Haus, wie ich gesagt habe, ist der Ort der Rückbesinnung. Und das heißt, hier könnte man Yoga machen, Meditation. Alles, was uns näher zu uns selbst bringt. Physiologisch gesehen hat dieses Haus mit dem Magen zu tun. Und wir wissen, dass der Magen sehr empfindlich ist, vor allem bezüglich emotionelle Reaktionen. Mond beherrscht über das vierte Haus, über das Sternzeichen Krebs und das ist das Thema des Videos. Das heißt, unsere innere Psychologie, unsere innere Frieden, welche ganz leicht durch Emotionen gestört werden kann, das finden wir oder sollen wir in diesem Lebensbereich finden. Und wenn nicht, dann hat man Magenprobleme oder Magen-Darm-Beschwerden. So, mein lieber Astro-Rebell, ich denke, ich habe zumindest die Hauptmerkmale dieses Hauses erläutert. Ich möchte dir darauf aufmerksam machen, dass ich eine Webseite habe. Du kannst dir das anschauen und falls du eine individuelle Beratung, eine tiefe und grundlegende Analyse deines Geburtshoroskops haben möchtest,
dann kannst du dich bei mir melden und du kannst auch eine Beratung direkt bei meiner Webseite buchen. Ich würde mich freuen, wenn du das tust, denn ich sehe auch bei vielen meiner Kunden immer wieder dieses Problem mit den eigenen Emotionen, der Kontrolle auf sich selbst geht auch sehr leicht verloren, weil das Leben, das müssen wir auch akzeptieren, es ist nicht rosarot. Also es gibt auch Seiten, bei denen man sich bedrückt und deprimiert fühlt. Ja, und hier, wenn Saturn im vierten Haus ist, sei es bei dem Geburtshoroskop oder bei den Transiten, dann hat man hier wirklich Schwierigkeiten mit dem Thema Emotionen, Emotionalität. Und ich als Astrologe, ich kann dir helfen, das im Griff zu bekommen. Meine Webseite lautet www.zensternastrologie.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.